Im neuen Campus gibt es zwei Bereiche, in denen Material für euch und auch von euch gesammelt wird. Die möchte ich euch noch kurz vorstellen. Das erste sind die Themenkörbe. Die findet ihr in der Mediathek im Bereich Themenkörbe. Dort ist eine Übersicht, die auch stetig wachsen wird, von Themenzusammenstellungen, die wir für euch gemacht haben. Eine zum Beispiel, ich nehme jetzt mal hier die Inspirationsquellen des ISB. In einem Themenkorb findet ihr einen redaktionellen Text zu diesem Thema sowie ganz unterschiedliches dazu passendes Material. Einmal Material aus dem Campus, so wie hier, aber auch beispielsweise passende Videos aus YouTube. Also ein richtig bunter Korb mit Material vom ISB und auch Material außerhalb des ISB. Hier lohnt sich es immer, auch mal wieder reinzuschauen. Der andere Bereich, in dem wir Themen für euch sammeln, sind die Merklisten. Ich klicke hier mal auf öffentliche Merklisten. Auch hier findet ihr Merklisten des ISB. Zum Beispiel zum Thema Coaching. Ich klicke das mal an. Geht hier ein neues Fenster auf, hier oben. Und da finde ich dann eine Auflistung verschiedener Schriften, die zu diesem Thema passen, die wir für euch zusammengestellt haben. Wenn ihr eingeloggt seid als Interessent oder als Netzwerker, das heißt, ihr habt euch hier angemeldet, habt ihr die Möglichkeit, eine solche Merkliste für euch auch zu sichern. Ihr klickt hier auf Alles auswählen, geht dann ganz nach unten und könnt dann hier entweder ein Datenblatt herunterladen, das heißt eine Liste mit Links, oder eine ZIP-Datei, in der sich direkt alle Schriften als PDF befinden. Ich wähle jetzt mal zum Zeigen die Option Datenblatt. Hier unten seht ihr, hat die sich geöffnet. Jetzt seht ihr hier die Merkliste Coaching mit einer Auflistung der von mir ausgewählten Medien. Die kann ich dann auch direkt anklicken oder aber bei mir lokal auf dem Computer speichern. Wenn ich hier klicke, öffnet sich direkt im Campus das jeweilige Objekt. Die andere Art von Merklisten, die wir im Campus haben, sind die Merklisten aus dem ISB-Netzwerk. Das heißt, unsere Alumni haben die Möglichkeit, ihre eigenen Themenzusammenstellungen zu veröffentlichen für andere registrierte Nutzer. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Merkliste von Thorsten Veit zum Thema Systemlernen. Die kann ich sehen und öffnen, weil er sie öffentlich gestellt hat und kann auch hier entweder einzelne oder alle Inhalte auswählen. Und sichern. Merkliste OE mit verschiedenen Inhalten, die ich ausgewählt habe. Wenn ihr nun selbst mit euren Merklisten arbeiten möchtet, Inhalte für das nächste Mal speichern oder auch Merklisten für andere Nutzer verfügbar machen, zeige ich euch auf diesem Weg, wie das geht. Sagen wir, ihr habt in der Suche zum Thema Persönlichkeit mit dem Schlagwort Kultur recherchiert und findet jetzt hier verschiedene Ergebnisse. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Führung aus systemischer Sicht klickt, landet ihr hier auf der sogenannten Detailseite, könnt euch dort entweder die Schrift direkt herunterladen, nach weiteren Informationen schauen, oder aber ihr klickt auf zur Merkliste hinzufügen. Hier seht ihr jetzt zwei Optionen. Meine Merkliste ist eine Merkliste, die standardmäßig für euch angelegt ist, und die zweite Option ist eine neue Merkliste anlegen. Könnt ihr benennen, zum Beispiel Persönlichkeit, Kultur
Recherche August 2018 für Führungskräfte-Workshop zum Beispiel. Und könnt euch dann überlegen, möchtet ihr diese Merkliste veröffentlichen, das heißt sie anderen Netzwerkern zeigen oder nicht. Ich mache das jetzt erstmal nicht. Klicke hier auf Speichern und habe diese Merkliste hier erfolgreich angelegt. Jetzt suche ich hier, bin ich auf einer Objektdetailseite, klicke auf zur Merkliste hinzufügen und finde hier dann meine Merkliste Persönlichkeit und Kultur. Wenn ich die auswähle, sehe ich hier, habe ich mein Objekt erfolgreich hinzugefügt. Später kann ich dann sagen, ich möchte meine Recherche anschauen und gesammelt sichern. Dazu gehe ich auf meinen Campus, auf meine Merklisten. Dort finde ich die Merkliste Persönlichkeit und Kultur. Sie ist privat mit meiner Beschreibung. Ich klicke hier drauf, sehe meine Ergebnisse. Diese kann ich auswählen und dann hier unten entweder die Schriften mit einer Linkliste oder eben nur die Linkliste als Datenblatt herunterladen. Die findet sich jetzt hier. Merkliste Persönlichkeit und Kultur mit den beiden von mir ausgewählten Schriften. Ich gehe noch einmal auf meine Merklisten. Dort habe ich nämlich auch die Option, diese zu bearbeiten. Hier, wenn ich hier raufgehe, kann ich auch im Nachhinein sagen, ich möchte eine Merkliste jetzt doch öffentlich stellen für andere Netzwerker oder sie eben wieder privat haben. Ich gehe hier einmal auf Veröffentlichen und auf Speichern. Dann kann man hier jetzt sehen, öffentlich und in der Mediathek im Bereich öffentliche Merklisten müsste die jetzt hier auch auftauchen.